So, aber es gleich kommt eine Stelle, die macht jeder in Deutschland falsch. Mhm, okay. Der sogenannte Reißverschlussverfahren. Schon mal davon gehört? Ja, gehört ja. Wir haben jetzt hier zwei Spuren, die gerade ausführen, richtig? Ja. Siehst du schon das Verkehrszeichen da vorne? Ah, ja. Was sagt es aus? Dass diese Spur, wo wir gerade sind, gleich enden wird. Wir müssen dann gleich nach rechts. Richtig, genau. Da muss man dieses Reißverschlussverfahren anwenden. Mhm. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, indem einer von der linken Spur nach rechts rüberzählt, während einer dich vorlässt. Mhm. Und das passiert die ganze Zeit. Einer lässt den anderen durch. Einer lässt den anderen durch. Wie ein Reißverschluss quasi. So. Das Problem an der ganzen Geschichte, viele lassen dann auf einmal zwei, drei Leute hintereinander durch und danach lässt man wieder gar keinen durch und dann lässt man wieder zwei Leute durch. So funktioniert das Ganze nicht. Dadurch entsteht Stau. So, neben uns ist zum Beispiel jetzt ein Auto, der erkennt das. Du blinkst jetzt nach rechts, machst nochmal den Schulterblick. Genau, und der lässt uns jetzt durch und fährt hinter uns weiter. Aha. So gab's keinen Stau. Wenn du jetzt bremsen müsstest, weil der dich nicht durchlässt, dann würde so ein stockender Verkehr entstehen. Mhm. Also, liebe Freunde da draußen, Reißverschlussverfahren funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten. Hattest du jemals Probleme mit dem Reißverschlussverfahren oder hat das immer super geklappt? Schreib's mal gerne in die Kommentare.